Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder soweit. Ein Monat ist rum. Wir haben den 1. Februar. Es gibt wieder ein Monatsupdate, 10 Uhr. Was haben wir geschafft? Was haben wir vor? Was liegt an? Ich habe mir ehrlich gesagt diesmal gar keine Notizen gemacht. Das werde ich während dieses Videos machen. Ja, es war wild. Sehr wild. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an wieder mit dem Monat Januar. Ihr habt mitbekommen, dass wir relativ wenig unterwegs waren. Was ich immer schade finde, weil ich gerne unterwegs bin. Ich zeige euch gerne Firmen, ich zeige euch gerne fremde Autos, weil ich das eigentlich immer ein bisschen zu schade finde, wenn auf dem Channel zu viel nur ich am Schrauben bin. Ihr habt euch gewünscht, ihr wollt Limo sehen, die Wette läuft. Ich freue mich, dass ich mir endlich so viel Zeit nehmen kann, um endlich an dem Auto zu schrauben, weil es ist halt wirklich immer wieder krass. Ich denke, das werden auch viele von euch unterschätzen, wie viel Zeit in so ein Auto geht, bis das wirklich fertig ist. Also das Gute ist, bisher, wir sind gut im Zeitplan, wir haben noch jetzt 10 Tage. Es ist alles so gebaut, wie ich es mir erwünscht hätte und noch viel krasser und besser. Also es gibt nicht so diesen Punkt, wo ich sage, scheiße, das hätte ich doch lieber anders gebaut, das gefällt mir doch nicht so, sondern alleine diese Motorhalter, diese Verrohrung, diese Ansaugung. Also das ist schon wirklich, das ist schon so geil geworden, dass ich wirklich ehrlich sagen muss, ich finde es schade, dass wir gerade jetzt keine Events haben, weil ich würde euch liebend gerne diesen Motor ausgebaut einmal präsentieren, weil es einfach zu krass aussieht. Also wirklich, bin auch wirklich mittlerweile echt gespannt, was dabei rauskommt, leistungsmäßig, weil gegenüber dem alten Motor ist es einfach so viel krasser und kompromissloser gebaut, dass ich glaube, dass wir unterschätzen alle noch, was leistungsmäßig da geht, wenn alles drin bleibt. Und das ist die entscheidende Frage. Nee, noch alles gut. Wirklich alles so, wie ich es mir erwünscht habe. Auch von der Schrauberei an dem Fahrzeug später wird das echt geil. Ich bin mittlerweile echt überzeugt von diesem ganzen Antriebskonzept. Plan jetzt ist es, ich kann ja schon mal so ein bisschen anteasern, ich fahre mit dem Motor nach Berlin zu Chris, weil es zeitmäßig am schnellsten geht. Bei Chris werden wir, KKS, zusammen den Kabelbaum bauen und die letzten kleinen mechanischen Sachen machen, weil man muss hier und da doch leider nochmal einen Halter fräsen, etwas abdrehen. Und bei Chris haben wir alle Möglichkeiten der Welt. Das heißt, wir werden bei Chris sein, werden da alles fertig machen. Dann wandert der Motor in die Karosse rein und dann geht es auch schon los. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich noch nicht, wie ich das Ganze mache, wenn das Ding dann anspringt. Ob wir live gehen, wir könnten nämlich live gehen, weil ich habe nämlich unten gesehen, ich habe von Mindfactory tatsächlich ein Streaming-Setup bekommen. Vielen Dank an der Stelle schon mal an der Unterstützung, der Beratung und der schnellen Abwicklung, weil wir haben leider keinen im Haus, der von Streaming Plan hat. Und die haben mir einfach ein Setup zusammengestellt, was funktionieren soll. Jetzt ist die Frage, mal gucken, vielleicht stelle ich tatsächlich dieses Streaming-Setup am Wochenende unten im Ladenverkauf auf und fange einfach mal an, wild live zu streamen. Da muss ich mich jetzt allerdings schon dafür entschuldigen. Ich werde nicht dann die ganze Zeit an der Kamera sein, sondern ihr könnt uns einfach beim Schrauben zugucken und so die letzten Momente mitnehmen. So ist grob der Plan. Auf jeden Fall für dieses Auto, jetzt bin ich schon wieder in der Zukunft, der Motor wird einmal in der Karosse laufen. Wenn wir alles angepasst haben, geht der Motor raus und natürlich geht er zu Olaf auf den Motorenprüfstand. So wie es geplant war. Der ist auch schon fleißig am Glockefräsen, am Aufnahmefräsen und so weiter. Wenn wir alles ready haben, können wir das Ding bei Olaf einfach auf den Motorenprüfstand draufwerfen, können da alles checken mit Steuerzeiten, mit Ventilspiel, mit Ölqualität durch die Trockensumpf und. Ein Punkt, den ihr wahrscheinlich erst nach dem First Run sehen werdet, weil wir gar nicht genug veröffentlichte Zeitpunkte haben für die Videos, ist Thema Kraftstoffversorgung, wie wir einen Kraftstofftank bauen. Also Kraftstofftank, Wassermethanoltank, Ölcatchtank, weil auch die Trockensumpf brauchen einen Ölcatchtank, der kommt quasi hinter den Ölbehälter. Das werdet ihr später alles sehen. Genauso die Verrohrung unter dem Auto mit den ganzen Rohren, Leitungen und so weiter. Aber es geht voran. Wir haben mittlerweile auch ein Gewicht zum Auto. Das ist wirklich. Das wird richtig gut. Jetzt gucke ich mal, was haben wir diesen Monat eigentlich noch so gemacht? Videos. Hier und da ist mal ein Video ausgefallen, entschuldigt uns dafür, weil ihr wolltet Limo, ihr habt Limo. Thema, eine Sache muss ich sagen, wir waren mit Pauls Tesla auf dem Prüfstand. Mir war im Vorfeld bewusst, dass es an der Stelle ein bisschen Diskussion in den Kommentaren gibt. Ich verstehe das auch vollkommen, dass man so ein Petrolhead wie ich ist und das Elektrozeugs sofort kaputt redet, verstehe ich vollkommen. Paul ist ja selber auch einer, der selber eine ehrliche Meinung dazu hat. Wir wissen auch beide, dass diese Kiste 140.000 Euro kostet, was viel Geld ist. Aber
da ist mir wieder aufgefallen, manchmal ist es doch so, wenn Fronten aufeinandertreffen, das heißt Elektro plus Benziner, es ist schon wirklich teilweise, ja, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Fehl am Platz, weil es gibt ja YouTube dafür, dass man solche Diskussionen führt, aber ich finde es einfach nur schade, dass es gar keine Diskussionen sind, sondern es sind ganz oft halt einfach nur so stumpfe Aussagen in beide Richtungen, sowohl Thema Elektro als auch Thema Benziner, was ich aber schade finde, weil wenn man schon so eine Plattform hat und so Leute wie wir relativ neutral an die ganze Sache rangehen, in beide Richtungen, finde ich auch, könnte man in den Kommentaren auch ein bisschen neutraler darüber diskutieren. Weil das ist halt diese geile YouTube-Kommentarfunktion. Das ist der Unterschied zum normalen Fernsehen oder zum Radio. Da könnt ihr nicht kommentieren, sondern ihr könnt einfach nur gucken. Hier könnt ihr gucken und geben. Und davon lebt YouTube. Würde ich mir auch wünschen, dass es generell unter jedem Video viel, viel, viel mehr ist, dass ihr viel mehr kommentiert. Ihr seht, wie viel ich zurückkommentiere. Das sieht man auch immer ganz gut, weil direkt in der, könnt ihr das ja mal einblenden, wenn man durchscrollt und ich auf einen Kommentar geantwortet habe, sieht man gleich mein Emblem quasi bei den Antworten. Dann wisst ihr, dass ich darauf geantwortet habe. Also stellt ruhig alles in die Fragen. Ich nehme bei jedem Video immer eine Stunde Zeit, gehe am nächsten Morgen oder mit dem Handy abends die ganzen Kommentare durch und wenn interessante, gute Fragen oder Anregungen bei sind, antworte ich da auch drauf. Zum Beispiel kam ganz oft die Frage, ob der Motor nicht mehr auf den Motorenprüfstand geht. Also immer fleißig Kommentare zuballern, weil das ist einfach YouTube und dafür machen wir das Ganze. Ansonsten muss ich sagen, nochmal kurz zusammenfassend, bin mit dem Tesla mit Absicht noch nicht gefahren, weil ich würde am liebsten damit direkt auf den Bilzerberg fahren, weil dass das ultra krass beschleunigt, keine Frage, das ist mir bewusst. Ein Porsche Turbo S beschleunigt aber auch ultra krass, deswegen diese Beschleunigung reizt mich gar nicht so, dieses ganze Infotainment-System da mit hier zeigt er dir an, wie lange du aufladen musst und das juckt mich auch alles nicht die Bohne. Mich würde wirklich nur rein interessieren, wie so ein 2-Tonnen-Koffer mit dem tiefen Schwerpunkt und dieser Leistungsentfaltung auf dem Bilzerberg fährt. Wie weit wir da halt von einem schnellen Auto weg sind, weil jeder weiß, wie schnell ein Porsche ist. Wenn wir jetzt als Beispiel so einen Tesla immer mit Porsche als Referenz nehmen, weil ja 140.000 Euro, 1000 PS, klar, ein Turbo S ist nochmal deutlich teurer. Aber so einfach so, wenn man da so ein bisschen die Referenz sieht. Ich bin wirklich gespannt, wie schnell so ein Ding auf dem Bilzerberg ist. Ob wir da eher von reden, dass das Ding mit Hängen und Würgen gerade mal so unter 2 Minuten fährt. Oder ob das Ding direkt mal irgendwie eine 1,55 oder so rausdrückt, was dann halt schon verdammt schnell wäre. Weil Fakt ist, Durchzug hat das Ding auf jeden Fall. Das ist schon wirklich krass. Was ich allerdings hardcore lächerlich finde, ist halt diese Geräusche, die Elektroautos mittlerweile machen müssen beim Rückwärtsfahren. Das erinnert mich immer so ein bisschen wie an so ein Müllauto. Aber klar, sonst hört es halt gar keiner. So, was haben wir eigentlich gemacht im Januar? Limo geschraubt. Andi war hier, hat mich sehr gefreut, weil wir haben die letzten Wochen, Monate, Jahre weniger gemacht. Vorher waren wir wirklich in engem Kontakt. Hat wirklich rein gar nichts mit irgendwelchen... Ich weiß, ihr denkt immer das nur, weil man, wenn man mit jemandem etwas nichts mehr zu tun hat, ist man gleich verfeindet, wie auch immer. Ich habe wirklich keine Feinde. Ich habe mich auch mit keinem gestritten. Werde ich auch nicht tun und schon gar nicht wegen so Banalitäten. War einfach so, Andi ist umgezogen, neue Firma, hat Gas gegeben. Ich hatte hier genug zu tun und sonst haben sich unsere Wege immer gekreuzt wegen unseren gemeinsamen Projekten. Aber es gibt halt immer auch immer Zeiten, wo man keine gemeinsamen Projekte hat, was nicht schlimm ist. Aber jetzt wird es da wieder aktiv. Deswegen auch Lambo. Gibt es jetzt einen Plan? Wird gut. Denke mal, so Mitte des Jahres geht's weiter. Limo kann ich einfach nur nochmal sagen, wirklich diesen Metallbau, den wir mittlerweile betreiben, mit einfachsten Mitteln, weil wir haben nun mal kein Wasserstrahlgerät, wir haben keine Laserschneidmaschine hier. Laserschneidmaschine, geiles Wort. Haben keinen Laser hier. Haben wirklich nur eine einfache Kantbank, ein bisschen Akkuwerkzeug von Makita, ein Schweißgerät und halt 2 Hände. Und es ist halt schon krass, was man daraus bauen kann, ne? Wirklich mit einfachen Mitteln. Übelst geile Diskussion ist auch Thema Edelstahl. Ich habe alle 4 Motorgetriebehalter aus Edelstahl gebaut, weil es gibt auch ganz viele andere Hersteller, die solche Halter in Edelstahl verkaufen. Und wie viele Kommentare und Nachrichten ich schon bekommen habe, das wird nicht funktionieren, das hält nicht, das wird reißen und so weiter. Da muss man einfach immer sagen, also ich habe absolut gar nichts gegen solche Kommentare, kann jeder machen, wie er will. Wie gesagt, davon lebt YouTube. Ich weiß ja auch selber, dass Edelstahl spröde wird und reißt. Aber ich bin der Meinung, dass es
bevor das reißt, habe ich ganz andere Probleme. Also es ist nicht so, dass ich den ersten Start damit hinlegen werde und die Schweißnähte werden reißen. Ich bin der Meinung, ich werde nach 1, 2, 3 Jahren die Halter ausbauen, da ist nichts gerissen. Und ich werde mir sagen, ein Glück habe ich es aus Edelstahl gebaut, weil es halt einfach vom Bauen her so schön ist. Rostet nichts, Nähte sehen geil aus, es ist fest, es ist die Hölle zum Bohren, das Thema hatten wir auch. Deswegen, ich bin gespannt, ich werde es euch wissen lassen, ich werde auch ganz ehrlich zeigen, wenn etwas passiert an den Haltern, aber ich bin der Meinung, das ist bulletproof, wie wir das jetzt gebaut haben. Limo, Lambo, da machen wir jetzt einmal kurz noch, was passieren wird, jetzt im Februar. Also klar, Limo habe ich schon vorweggenommen, wird laufen, hoffentlich. Wir werden da weitermachen, dann wird es bei Limo erstmal einen Tucken ruhiger werden, weil dann geht es quasi nur noch an die Feinheiten. Das heißt, Feinheiten heißt so Zeugs wie Verkabelung von Raddrehzahlsensoren, Beleuchtung, Lüfter, so ein ganzes Zeug. Das machen wir ganz in Ruhe, weiß ich nicht, ob es da dann im Februar weitergeht. Wir werden im Februar das, was ich jetzt an Zeit gesteckt habe, also wir werden ein paar coole Besuche machen. Ich habe 2, 3 Autosammlungen und Firmen, die wir besuchen werden. Und dann ist für mich Fokus Februar, März, neue Halle. Da gibt es noch 3 Baustellen. Einmal Elektrik, da wird Lukas uns helfen aus Hannover, der lauert schon. Thema ist eigentlich keine Baustelle, einmal durchlackieren. Schönes, ehrliches Gerät, ziehen wir uns alle in Anzug an, ist das Ding weiß lackiert. Und Thema Boden, wenn dann nur noch Boden, da muss neue Estrich rein und da bin ich jetzt gerade am Recherchieren, was am besten ist. Mit Dämmung drunter, ohne Dämmung drunter, wie dick muss er sein, damit man später mit dem Gabelstapler drauf fahren kann, damit später die Autos drauf fahren können, den Motorkran, welche Schutzschicht auf den Estrich, welche Zusätze gibt es für den Estrich und das Ganze, da könnt ihr euch drauf freuen, weil mein Ziel aktuell ist es so, dass wir im April in der neuen Halle sind. Das heißt, wenn es dann so richtig akut wird mit Limo und Golf und Abarth, mit Events, dass wir dann dort in der neuen Halle sind mit schönen Hebebühnen, dass wir da richtig geil filmen können. Abarth läuft im Hintergrund auch extrem weiter. Hab gerade letztes Wochenende das Ding mal wieder angemacht, einfach zu geil. Da wird es diverse Upgrades geben. Ich weiß, eigentlich müsste man mehr mitfahren, kann ich aber nicht, weil nicht mehr Zeit. Ich liebe aber das Schrauben, ich liebe es, etwas weiter zu entwickeln und ich sehe in einigen Punkten noch wirklich extremes Potenzial. Also erstmal diese 1,53, die gefahren sind, ist wirklich schon krass, aber nur kurz, um das anzureißen. Bremse, vorne, hinten, Hinterachse, Getriebe, freue mich am meisten drauf. Und dann könnte man auch dort ja ein wenig mit Titan spielen, Thema Auspuff. Unterboden, bisschen Aerodynamik, Thema Spoiler, Radspoiler, Schwerb vorne, Motor, es gibt einen größeren Turbolader, allerdings Plug and Play. Und wir bauen endlich den großen Motor ein. Das heißt, da könnt ihr euch im Februar drauf freuen. Wir werden auf jeden Fall im Februar mal Andi Sui besuchen, weil für diesen großen Motor, den wir ja damals bei ihm gebaut haben, müssen wir noch 1, 2 Anpassungen machen. Auch wegen Getriebe und so weiter, Kupplung, blablabla. Da werden wir auf jeden Fall noch einmal zu ihm fahren und werden diesen Motor vorbereiten. Das heißt, da geht es leistungsmäßig nach oben, gewichtsmäßig hoffentlich nach unten und performancemäßig nach vorne. So. Ich denke realistisch, der erste Trackday Bilsterberg wäre im März. Den können wir mit dem Auto gepflegt ausfallen lassen, weil Frontantrieb, leichtes Auto, das bringt nichts. Da können wir eher mit dem Tesla fahren im März zum Beispiel. Aber April, ich gucke mal wann. 22., 23., das Wochenende April. Da wird Rollout aber, denke ich mal, sein. Erstmal wieder fahren. Ja, was haben wir noch? Nix. Also Halle, Abarth, Limo, Lambo. Gleiche wie immer. Und überall ein bisschen Ordnung reinbringen. So, jetzt müssen wir noch einmal ein bisschen durch die Kommentare gucken. Kommentare. Boah, 353 Kommentare. Ich sortiere die mal nach Top-Kommentare. Jetzt gucken wir mal. Stimmt, letztes Video war ja, dass es darum ging, mal ein Lob auszusprechen und einfach mal Danke zu sagen. Jetzt ist ja natürlich ganz viel Lob zurück. Möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Kommt man sich immer nicht so gut bei vor, deswegen Eigenlob lassen wir weg. Alles gut, ich danke euch auf jeden Fall für dieses Lob, weil für uns, für mich, für das ganze Mediateam, für alle, die sonst noch so dabei sind, ist es natürlich auch immer geil, wenn wir irgendwas Cooles bauen, man macht YouTube auf und liest, Alter, ist das geil. Das freut einen einfach. Genauso freut es mich allerdings auch, wenn konstruktive Kritik kommt. Wenn einer sagt zum Beispiel, ey, die Löcher machen wir lieber so und so. Weil es gibt wirklich ganz viel, wo es mir wirklich hilft, ich das sehe und im nächsten Video zeige, dass ich tatsächlich anders gebaut habe, wegen solchen Thematiken. Ganz viele Kommentare sehe ich hier auf jeden Fall, dass ihr das live auf jeden Fall feiern würdet. Das freut mich schon mal. Es ging darum, ob wir Livestreams machen sollen.
Ganz viele wollen allerdings auf YouTube bleiben und nicht auf Twitch. Da kann ich noch nichts zu sagen. Ich selber bin auch nicht bei Twitch unterwegs. Da muss ich mich jetzt mal ein bisschen reinfuchsen, was das Streamen angeht, wo das Ganze zuverlässig, besser etc. läuft. Fakt ist, ihr werdet auf jeden Fall den Content am Ende natürlich auch auf YouTube haben, sollte es auf Twitch laufen. Kann ich auch nichts zu sagen, werde ich euch aber auf jeden Fall up-to-date halten. Ganz viele haben kommentiert, dass sie auf der Essen Motor Show waren, egal wie viele Kilometer Anreise es waren. Und es war natürlich teuer. Sind dankbar dafür, dass es immer noch ein paar Tuner gibt, die die Flagge hochhalten. JP Performance, Livella, LB Garage, Hagen, ein paar Hamburger Jungs waren auch am Start. Das heißt, wir versuchen aktuell schon wieder die Essen Motor Show noch am Leben zu halten. Weil man darf einfach nicht vergessen, wenn diese Dinosaurier jetzt auch noch wegfallen würden, wird es natürlich irgendwann schwierig. Dann natürlich die klassischen Hersteller BBS, KW, H&R, Recaro. Da kann man einfach nur Danke sagen an diese Firmen, dass es die Essen Motor Show einfach noch gibt. Ganz viele waren auf der Messe und haben trotzdem die Videos dazu geschaut. Ich hatte gefragt, wer von euch auf der Messe war und zusätzlich die Videos geschaut hat. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall cool. Also dann lohnt es sich definitiv auch vor Ort zusätzlich noch Videos zu machen, weil wenn es tatsächlich Leute gibt, die schreiben, sie waren auf der Messe, haben aber durch die Videos Sachen gesehen, die sie vorher nicht gesehen haben, dann haben wir da auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ja, ehrlich gesagt, relativ wenig Fragen hier. Entweder bin ich sie schon durchgegangen. Ja, klar, Tractor Pulling in Füchtorf. Füchtorf? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da wollen wir dieses Jahr auf jeden Fall mal hin. Wenn ihr für dieses Jahr irgendwelche Events habt, wo wir gerne berichten sollen, ballert es einfach wieder in die Kommentare von diesem Video. So sehen wir es, so können wir da auf jeden Fall rechtzeitig eingreifen und dahin fahren. Krass, manche Leute sind tatsächlich über 1000 Kilometer An- und Abreise zur Essen Motor Show gefahren. Ich hatte allerdings selber einige am Tresen stehen, die tatsächlich aus Österreich oder aus der Schweiz da waren. Das ist dann schon echt eine Strecke, also da sieht man mal Messe. Thema Messe, wir sind übrigens wieder wir legen gerade wieder mit den PS Days in Hannover los. Die wird dieses Jahr natürlich wieder genauso stattfinden. Es wird wieder die Showstrecke geben. Das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal notieren. Ich gucke mal nach. Ich meine, es ist das 1. Juli-Wochenende. 2. Juli-Wochenende. 7. bis 9. Juli. PS Days in Hannover schon mal vormerken, was Events angeht. Okay, die Fragen sind hier, fallen diesmal ein wenig dünner aus. Geht mehr die ganze Zeit um Thema Essen, Motorshow und Lob. Das Thema haben wir durch. Ein Punkt habe ich noch hier, der ist in gewisser Weise schon korrekt. Auf der Essen Motorshow sind mehr YouTuber wie Tuner. Ist definitiv richtig die Aussage. Also natürlich sind es nicht mehr YouTuber als Tuner. Es sind, glaube ich, auch nicht unbedingt YouTuber gemeint, sondern mehr so typische Influencer. Es ist so ein bisschen dazu geworden, dass die Leute, also dass es mehr, ich sage jetzt mal einfach, bekannte Person aus dem Internet ihr Auto auf der Essen Motor Show irgendwo zur Schau stellen, außer, falsch formuliert. Essen Motor Show hat sich definitiv dahin entwickelt, dass ganz viele Firmen lieber ein Auto von einer bekannten Person präsentieren, als dass sie ihre eigene Ware präsentieren. Will ich uns selber nicht von ausschließen, weil wir unter Alos haben eigentlich 10.000 Produkte. Von diesen 10.000 Produkten haben wir fast gar keine mit auf der Essen Motor Show, weil es diesen Punkt des Handels vor Ort für uns gar nicht mehr so gibt. Man ist ein Online-Shop, jeder ist es gewohnt. Die meisten haben auch gar keinen Bock, das Zeug über eine Essen Motor Show zu schleppen, sondern wollen es viel lieber auf dem Handy anklicken, wollen es zugeschickt haben und fertig. Plus die Vielfalt dieser Produkte macht es auch gar nicht möglich, die alle mit vor Ort zu haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch zu Jean-Pierre gesagt, ich persönlich finde es schade, dass es genau so ist. Die Essen Motor Show entwickelt sich immer mehr dazu, dass die Firmen zwar vor Ort sind, aber bis auf ein paar Firmen, relativ wenig Firmen wirklich noch Ware ausstellen, Produkte ausstellen. Meistens findet man eher nur Fahrzeuge, Merchandise, Pflegemittel oder einfach nur, keine Ahnung, Informationsstände. Aber dass man wirklich so wie bei Bielas die Glasvitrinen hat mit Ware drin, mit Tuning-Teilen, ist wirklich selten geworden, weil es halt einfach bisher auf der Messe wirklich nichts gebracht hat. Wir haben das zu den Anfangszeiten 2017, 2018 auch noch gemacht, aber die Leute laufen einfach vorbei, weil ich glaube 90% der Leute, die zur Essen Motor Show kommen, kommen dahin nicht, weil sie sich über Produkte informieren wollen, sondern weil es für sie einfach eine Pflichtveranstaltung, eine Freizeitveranstaltung, der Lifestyle, die Autos, einen schönen Tag haben, in der Szene unterwegs sein und so weiter ist und nicht, ich möchte die neuesten Tuning-Teile sehen. Aber ich habe es auch vermisst.
Ich werde auch definitiv 2023 die Richtung gehen und werde ein bisschen Tuning-Teile wieder mitbringen, werde ein bisschen Ware ausstellen. Wie, wo, was, weiß ich ja nicht genau. Aber ich stand auch teilweise oben auf dem Container, nachdem ich ein bisschen durch die Messe gelaufen bin und fand auch, an der einen oder anderen Stelle wünscht man sich doch wieder mehr Ware. Weil ich weiß noch, früher war es so, an jeder Ecke Fahrwerke, Luftfahrwerke, Felgen. Das ist schon deutlich weniger geworden. Auch so in Richtung Bremsanlagen, Carbonteile, so in jede Richtung. Ja, okay. Achso, ja, ein letzter Punkt noch, wo ich ganz kurz was zu sagen wollte. Thema JP Performance, dass der Account gehackt wurde. Das gehört definitiv hier noch kurz hin zum Thema Januar. Ich wollte mit Absicht nicht das in irgendwelche anderen Videos packen, weil ich finde, das gehört da nicht hin. Jeder hat es mitbekommen. Das heißt, ich muss jetzt nicht mit Absicht auch noch auf der Welle reiten und dazu auch noch wieder irgendwelche Infos rausbringen. Ich habe wirklich an dem Abend, habe ich Jean-Pierre noch geschrieben, dass es wirklich ein krasses Gefühl sein muss, dass in dem Moment, wenn es weg ist, realisiert man erst, was man so über die Jahre aufgebaut hat. Dass man einfach das Telefon aufmacht, bei YouTube JP Performance eingibt und einfach gar nichts findet. So, ne? Das gibt es normalerweise nicht, weil egal wie, wo, was, der Kanal war so tief im Algorithmus drin, es wurde einfach gefunden, es gab immer irgendeinen Content, es gab immer irgendeinen Inhalt und das war von Hü auf Hopp gleich weg. Und es war tatsächlich auch so, dass das ist schon ein krasses Gefühl, was man einfach nur, also man kann das nur fühlen, wenn es wirklich so in dem Moment so ist. Also ich will nicht in deren Haut gesteckt haben, du machst das Handy auf und es ist alles weg. Jetzt muss man dazu sagen, ich wusste gleich im Vorfeld, dass YouTube ist nicht so schlimm wie Instagram. Also wenn bei YouTube ein Account weg ist, hat YouTube so krasse Server und so krasse, nicht Speicher, wie sagt man, was ist das Wort dafür, wenn man irgendwas kopiert hat? Datensicherung. So krasse Datensicherung, die können alles wiederherstellen. Weil selbst bei mir war es ab und an mal so, wieder zu flink mit dem Telefon getippt, bumm, war ein Video gelöscht. Aus Versehen, weil falschen Knopf gedrückt. Dann ist es tatsächlich so, man kann sich an den YouTube-Support melden. Die suchen das, finden das und stellen es wieder her. Bei der Menge an Videos, Kommentaren etc. hat das Ganze natürlich gedauert. Aber mir war schon von vornherein bewusst, das wird man wieder herstellen können. Bei Instagram hingegen wäre es ganz was anderes gewesen. Weil wenn bei Instagram ein Account gehackt ist und der weg ist, man hat da keine Telefonnummer, keine E-Mail, wo man anrufen kann, dann hast du wirklich leider Pech gehabt, egal wie groß der Kanal ist. Also da sind die Chancen viel, 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 viel geringer, dass man den Account wiederbekommt. Aber der Moment, wie Jean-Pierre das auch richtig gesagt hat, zu merken, JP Performance ist in dem Moment irgendwie nicht mehr da, glaube ich, dass es sowohl für die Jungs da, als auch für die Zuschauer, als auch für mich, wirklich irgendwie, ja, es hat einfach was gefehlt. Und das zeigt halt, was die Jungs sich über Jahre mit 5 Videos die Woche einfach aufgebaut haben. Okay, aber jetzt ist wieder alles hergestellt, alles ist wieder gut, es geht bergauf. Das war der Januar, das wird der Februar sein. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal bitte mehr Kommentare mit Fragen. Ich habe wirklich keine einzige Frage hier gelesen. Fragt alles. Ihr könnt lieb gerne Sachen fragen zu Fritz, zu meiner Frau, zu Joni, zu unseren Projekten, zur Firma. Haut einfach alles raus, was euch interessiert. Genau in diesen Videos immer, weil da werde ich die Kommentare lesen und kann hier drauf eingehen. Mal gucken, was ich im nächsten Video zu berichten habe. Ich freue mich drauf. Der Februar wird cool. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.